Einen wunderschönen zum ersten Tutorial auf diesem Kanal. Heute in der ersten Lektion, sage ich mal, geht das Ganze mal so ein bisschen um Schwarz-Weiß. Da ich selber auch schon oft gefragt wurde, wie kann man das irgendwie machen, dass vielleicht der Hintergrund schwarz-weiß ist, dass nur einzelne Personen schwarz-weiß sind. Natürlich kann man über, ich nutze zum Beispiel Lightroom, hier oben hast du natürlich einmal den kompletten Schwarz-Weiß-Filter. Das wäre die einfachste Variante. Wir wollen natürlich jetzt aber noch irgendwas in Farbe behalten. Dafür gehen wir hier einmal auf Maskieren. Da wäre dann einmal natürlich schon Motiv, also in dem Fall jetzt mein Cosplay-Model angezeigt bzw. erkannt. Kannst den Himmel natürlich auch noch nehmen. Hier gibt es jetzt keinen Himmel. Oder den Hintergrund. Wir nehmen jetzt als erstes einmal den Hintergrund. Dann wird der Hintergrund, sage ich mal, farblich markiert. Und hast dann hier unten unter Farben einmal die Sättigung. Dementsprechend ist die Sättigung einmal ganz nach links, damit es auch komplett schwarz-weiß ist. Wenn du es gedrückt hältst, siehst du es auch immer noch mit bei. Ansonsten wird er natürlich wieder als markiert angezeigt. Dementsprechend einfach die Sättigung ganz rüber. Wenn du es jetzt natürlich auf die andere Seite ziehst, ist es natürlich wieder heller. Man erkennt das Ganze auch ganz gut, da ist Lightroom halt recht schnell. Dementsprechend das verarbeitet das auch alles automatisch in Echtzeit mit. Ziehen wir es jetzt halt einmal rüber. Wie gesagt, haben wir schon mal den Hintergrund in Schwarz-Weiß. Wenn man jetzt vielleicht mehrere Personen hat, wo man nur eine Person irgendwie in Schwarz-Weiß oder so haben möchte, dem haben wir hier noch einmal ein anderes Beispielbild. Wieder markieren. Werden natürlich dann auch dementsprechend mehr Personen angezeigt, aber halt nicht alle. Beziehungsweise du kannst zwar alle auswählen, aber halt nicht jeden einzelnen. Dafür gehen wir hier einmal auf Objekte. Hast dann hier deinen Kreis, sag ich mal, in dem du es markieren kannst. Mit dem Mausrad kannst du das Ganze noch vergrößern und verkleinern. Ziehe mir jetzt einmal bei ihm hier das Ganze runter, dass möglichst er komplett markiert ist. Wird dann hier auch wieder so angezeigt und hier einmal das gleiche Spiel. Ziehen das Ganze einmal schwarz-weiß. Wenn wir jetzt zum Beispiel noch eine andere Person haben möchten, ziehen wir das einfach da auch wieder mit rüber. Immer möglichst genau, wenn es geht. Und das wird dann automatisch mit angepasst. Jetzt einmal auf eine andere Ebene, beziehungsweise anderer Bereich. Und man sieht, beide Personen sind schwarz-weiß. Gehen wir jetzt einmal wieder zurück, löschen uns einmal die Maske, machen das Ganze nochmal, markieren uns die Person, das Objekt, je nachdem, haben dann hier noch einmal Objektauswahl umkehren, dann wird halt alles ausgewählt bis auf die Person. Gleiche Schema, ziehen hier alles aus Schwarz-Weiß und haben dann nur ihn als in Farbe. So geht es natürlich dann auch, je nachdem. Ich persönlich mache eigentlich auch ganz am Anfang immer nochmal die direkte Bearbeitung. Entweder ziehe ich mir selber rüber oder halt über die KI mittlerweile. Wie man sieht, erkennt er das auch so ein bisschen. Ist aber natürlich euch überlassen. Das erstmal zu dem Thema Schwarz-Weiß.